Bei diesen Aussichten auf die kälteste Nacht hat er ja recht mit seinem dicken Schal, der Reto Vögeli. Vielen Dank. All That Jazz singen sie im Musical Chicago, All That Ostschweizer Jazz. Der Musiker Claude Diallo hat im August ein Stückchen Jazzgeschichte geschrieben. Er hat sozusagen ein Familienbild von der Ostschweizer Jazzkollektiven aufgenommen, so wie 1958 auf einem legendären Bild aus Harlem. St. Gallen findet jeden ersten Dienstag im Monat im Tivoli Café eine Session statt. Heute ist zwar der zweite Dienstag im Monat und wir sind nicht das Tivoli, aber Natascha Verardo hat, glaube ich, alles vorbereitet, dass es heute bei uns im Studio auch eine kleine Jazz-Session gibt. So, one, two, three, four. Herzlich willkommen, Claude Diallo am Keyboard, Jessica Gallica und die erst 10-jährige Sophie Bright. Ganz herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Ihr dürft euch etwas gemütlich machen. Schön, also Jazzmusik verbindet offenbar Generationen. Claude Diallo, wie hast du deine Leute gefunden? Ich würde sagen, wir haben uns über eine Person gefunden und das ist der bekannte Jazz-Trompeter und Bandleader von den Swing Kids, der japanische Dai Kimoto von Romanshorn. Genau, bekannt, dass er ja so Nachwuchstalent fördert. Und genau. Wie sind du denn dazu gekommen? Bist du auch mal bei ihm gewesen? Also ich muss sagen, ich bin wirklich sehr beeindruckt vom Talent von diesen zwei Damen, weil zu meiner Zeit, wo ich so alt war wie Sophie, habe ich gelernt, wie man C-Dur-Tonleiter spielt auf dem Klavier. Und als ich so alt war wie Jessica, konnte ich den Dai erst kennenlernen. Und dann, zu dieser Zeit hat es da noch gar nicht gegeben, Swing Kids. Und vielleicht kann Jessica und Sophie erzählen, wie das ist, bei denen dabei zu sein. Erzähl doch du bist schon recht lange beim Dai Kimoto bei Swing Kids. Genau, ja. Ich bin mit 8 in Swing Kids gekommen. Und bis letztes Jahr bin ich dabei gewesen, ja. Was fasziniert dich denn am Jazz, an der Jazzmusik? Ja, es ist einfach, wenn du mit dem aufwachst, ja, dann ist es einfach so, du kommst so in den rein. Und das ist wirklich, ich war seit klein auf eben auch beim Dai gewesen. Und dass ich den Swing Kids gewesen bin, bist du wirklich mit dem Swing und Jazz aufgewachsen, mit dem Big Band Sound. Und ja, es hat mich immer fasziniert und das immer mega gerne gespielt, weil es halt auch immer mega Spass gemacht hat zum Spielen. Ja.
Wie haben denn deine Gespöndli so in der Schule reagiert, dass du eher wahrscheinlich ganz andere Musik machst, als dass sie hören, oder? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage. Oder hast du es gar niemandem erzählt? Doch, es sind eigentlich alle gewusst, weil eben, ich bin mit 8 das erste Mal auf Japan, da bin ich in der 2. Klasse gewesen, und es ist ja... Ja, es sind einfach alle gewusst, dass ich Trompete spiele und dass ich in dieser Band bin, bei den Swing Kids eben, und ja. Sophie, du bist jetzt erst 10. Wie lange bist denn du schon bei den Swing Kids dabei? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Und wie bist denn du dazu gekommen, zum Posaunenspielen? Es ist... Also, ich habe vorher YouTube-Videos von Posaunen gesehen. Aha. Und es hat cool getönt. Hat er cool getönt. Kannst du deine Posaune auf die Seite tun? Ich habe das Gefühl, man sieht dich fast nicht. Die ist so gross, dass du fast ein bisschen untergehst. Ja, genau. Vielleicht ist es ein bisschen einfacher, dass man dich in der Kamera besser sieht. Das ist ja wahrscheinlich nicht so ein einfaches Instrument. Oder erzähl ein bisschen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, um das Instrument wirklich... Um zu sagen, das Instrument will ich. Oder hast du zuerst mal mit Blockflöten angefangen? Nein. Nicht? Ja, dann noch müssen. Blockflöte geht als erstes. Ich auch. Du auch, ja. Und wo bist denn du schon überall gewesen mit den Swing Kids? Einmal in Japan und Argentinien. Wow, das ist ja schon Wahnsinn. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Bist du ein bisschen neidisch, Claude, wenn du das hörst? Nein, ich bin nicht neidisch. Ich mag es wirklich von ganzem Herzen gönnen. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es das zu meiner Zeit auch schon gegeben hat. Ich konnte erst dann, nach meiner Zeit in Amerika können, zuerst mal nach Japan gehen und so und genau. Reisen. Dann. Du lebst seit 2007 in New York, machst dort Musik. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, das Ostschweizer Jazz-Kollektiv auf die Beine zu stellen? Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich, es geht ja eigentlich um das in dieser Sendung. Darum sind wir eigentlich auch da, weil... meine Idee war, nachdem ich von Amerika zurückgekommen bin also, und dann wieder ein bisschen länger in der Schweiz war, also ich reise immer hin und her, habe ich gemerkt, dass wahnsinnig gute Musiker gekommen sind, eben wie Jessica oder Sophie oder eben der Dai und noch viel mehr. Aber dass die entweder gar nichts miteinander machen, also gar nicht miteinander spielen oder nicht mal von ihrer Existenz wissen. Und in New York ist so ein enger Zusammenhalt unter den Jazzmusikern, dass ich gefunden habe, komm, da kommen wir doch auch. Und dann habe ich das Ostschweizer Jazz-Kollektiv lanciert. Und ihr habt dann auch euch alle zusammengefunden und habt ein Foto gemacht, das man jetzt auch im Hintergrund sieht. Genau. Genau, da habt ihr euch einfach einmal alle Mitglieder gefunden. Wir treffen uns und machen ein Foto, das ein bisschen inspiriert worden ist, aber durch ein Foto, das 1958 in Harlem aufgenommen worden ist. Genau, also das war eigentlich die Idee, oder? Wir haben dann 200 Mitglieder bekommen. Also durch das Weitersagen haben wir dann eine Liste können zusammenstellen von den 5 Kantonen, also St. Gallen, Thurgau, Appenzell, Inner- und Ausserrhoden und Graubünden, und haben dann 200 Mitglieder gehabt. Und dann habe ich gefunden, ist eigentlich schade, dass da noch die Musiker wissen, oder? Und dann habe ich gefunden, wäre doch lässig, wenn man jetzt könnte, eine Art wie einen Werbegag machen, so ein PR-Gag. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, dass eben 1958 der Art Kane das berühmte Bild gemacht hat mit allen Schwarzen Jazzmusiker in Harlem, und habe gefunden, komm, das machen wir jetzt auch. Und ich war erstaunt gewesen, dass von denen, also dort waren es noch etwa 150 Mitglieder gewesen, die wir es gemacht haben, dass ein Drittel gekommen ist. Also es sind 55 Leute dann gekommen und es ist unlässig ein Foto geworden. Bist du eigentlich erstaunt, dass es so viele Musiker gibt in der Ostschweiz, die Jazz machen? Sehr erstaunt, ja. Muss ich sagen. Also ich habe mich wie selber erstaunt. Aber ich habe eigentlich die Idee gehabt, komm, jetzt trommeln wir da mal ein paar Leute zusammen. Und dann, nachdem ich gesehen habe, wie viel Anklang da hat und wie viele Leute da mitgemacht haben, habe ich gefunden, das ist eigentlich genial. Und auch, eben auch dank der Swing Kids. Also etwa 15 Leute von diesen 200 sind Leute wie Jessica und Sophie, die noch nicht mal erwachsen sind in dem Sinne. Das ist wahrscheinlich aber auch genau wichtig, oder? Dass, dass man den Nachwuchs auch auf die Musik aufmerksam macht. Weil Jazz ist ja doch nicht so in der Schweiz die Musik, die man am meisten hört, vor allem unter den Jungen. Da ist wahrscheinlich Hip-Hop und so. Statt ja, da müssen wir sie fragen. Ja. Ja. Nehme ich noch Wunder, wenn ja. Was hörst du privat für Musik? Ja, ich höre relativ viel. Ich höre viel Jazz sowieso. Der ist am besten, weißt du, wenn du spielst, oder, dann musst du die Musik eigentlich fast hören. Aber ich höre es auch mega gern. Aber ich höre auch sonst ja, Pop, Rock. Alles Mögliche. Ja, eigentlich schon. Kunterbunt. Und jetzt ist das Ziel dann, Claude, dass man sich auch regelmäßig trifft? Oder ist das eine einmalige Sache gewesen? Nein, natürlich nicht.
Also bis jetzt treffen wir uns einmal regelmäßig und zwar immer am Dienstag, am ersten Dienstag im Monat. Also und einmal im Monat ein grosses Treffen? Ja, also nach dem sagt man Jam Session. Mhm. Das heisst, da kommen eben Musiker, die wollen kommen, also auch Profis, Amateure. Und dann ist es einfach so wie das, was wir gemacht haben. Wir haben da nie geprobt. Jetzt das Stück, das ist auch ein bekanntes Stück, Caravan von Duke Ellington. Und Sophie hat es vorgeschlagen. Und dann haben wir gefunden, ja, okay, dann machen wir das. Und am Jam läuft es eigentlich genau gleich. Und das ist eben das Schöne an der Jazzmusik, oder? In der Popmusik muss man zusammen proben, und dann muss man die Abläufe besprechen und in den Klassikern sowieso. Aber im Jazz kann, egal wie alt man ist, man kann sich einfach zusammentreffen und jammen. Und wir machen das immer am ersten Dienstag im Tivoli. Tivoliweg 5. Das ist in St. Gallen beim Grossacker hinten dran. Und wie viele Leute kommen denn da hin? Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal kommen 20 und manchmal kommen 120. Also wir haben schon alles gehabt. Das kann man wie nicht kontrollieren. Da muss ich noch herausfinden, wie das geht. Ich komme selber auch nicht raus, wieso einmal 20 kommen und einmal 120. Was ist jetzt der grosse Unterschied, wenn du vergleichst? Du lebst ja in New York, lebst aber auch da. Was ist der grösste Unterschied jetzt unter den Jazzmusikern hier in der Ostschweiz und eben im Big Apple? Also ich denke, also es gibt mehrere Unterschiede. Aber ein Unterschied, der wirklich gross ist, ist eben die Jam-Kultur. Also ich habe das Gefühl, seit der Schliessung der Jazzschule St. Gallen, oder wir hatten ja da mal eine Jazzschule, mhm, nachdem die zugegangen ist und dann auch noch der Gambrinus Jazzverein, den es ja immer noch gibt, aber wo nicht wirklich ein festes Lokal hat, also seit da nicht mehr existiert, gibt es auch die Treffen nicht mehr, oder? Weil es gibt ja wirklich gar keinen Ort, wo man sich treffen kann. Und in New York kann ich jeden Abend, von Montag bis Sonntag, mindestens an 4 bis 5 so Sessions gehen, die einfach regelmässig sind und die kennt man. Und dann geht man dort hin und manchmal geht es bis um 6 Uhr am Morgen. Und dann trifft man sich und dort lernt man dann auch die Leute kennen, oder? Hat es denn in New York auch so junge Leute wie jetzt Sophie und Jessica? Ich denke es schon, aber ich muss sagen, durch das, dass man in Amerika 21 sein muss, um dürfen in einen Club gehen oder so, sieht man die natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Von dem her, das ist ein positiver Unterschied in der Ostschweiz. Würdest du dich mal reizen, Sophie, zum mal in New York zu spielen? Ja. Schon? Und was hast du sonst noch für einen grossen Traum mal? Was würdest du gerne erreichen mit der Musik? Wenn ich gross bin, Musikerin sein. Also von der Musik können leben? Ja. Ist das dein grosser Traum? Wie viel übst denn du pro Tag? Eine Stunde. Eine Stunde. Und muss Mami dich zwingen oder machst du es freiwillig? Manchmal. Manchmal schon. Wenn übst du denn einmal? Was sagen denn, oder, beziehungsweise, wenn du am Abend üben würdest, dann würden die Nachbarn vielleicht anklopfen. Ja. Haben Sie auch schon? Ja. Und wie ist es denn bei dir, Jessica? Du bist 17, machst du eine Lehre? Hast du noch Zeit nebenbei, zum Musik machen? Ich bin am Musik studieren. Jetzt habe ich meinen Bachelor angefangen im September in Zürich. Und ja, habe da eigentlich relativ viel Zeit zum Üben. Das war schon immer dein grosser Traum? Ja, seit ich erst mal eine Trompete in der Hand hatte, habe ich gesagt, ich möchte mal Trompetenstar werden. So. Ja, von der Musik können leben, ja. Und jetzt bin ich eigentlich auf einem guten Weg. Ja. Ich würde sagen, sind beide auf einem guten Weg. Ja, ja. Finde ich cool. Aber in der Schweiz kannst du wahrscheinlich kaum von dem leben. Was ist so deine Vision? Ja. Würdest du auch gerne mal zum Beispiel in New York oder sonst irgendwo leben? Ist jetzt noch relativ schwierig zu sagen. Klar, in der Schweiz hast du weniger die Chance eigentlich als Jazzmusiker sowieso, aber es ist noch... Ja, es gibt doch noch teils so, je nachdem, was für Qualitäten das du hast. Gerade zum Beispiel, wenn jetzt auch mein Trompetenlehrer mir sagt, ja, ich habe gute Qualitäten für Liedtrompeten, dann heisst man ja in der Schweiz Liedtrompeten, Liedtrompeterinnen, sind sicher gefragt. Das heisst, es gibt sicher schon auch Arbeit. Mhm. Aber ja, mal irgendwie wegkommen und so, ja, New York oder so, ist halt schon... Gut, ihr habt ja schon das Projekt, ihr zwei zusammen, oder? Genau. Ich sagen, also ich bin nicht ganz einverstanden mit dem Statement, dass man in der Schweiz nicht leben kann von der Musik. Es ist sehr schwierig, das ist ganz klar. Also es ist nicht der Job, man geht in die Lehre und dann nachher hat man einen Job und so. Also, aber es ist durchaus möglich. Also ich mache es ja auch. Also klar, ich bin immer in Bewegung, ich bin in Asien, New York. Aber ich muss sagen, ohne die Schweiz könnte ich nicht überleben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das ganze Jahr in New York könnte sein und dann, also dort ist es schwieriger zum davon leben, als sage ich jetzt mal in der Schweiz. Okay. Ja. Und ihr habt ja noch ein Projekt zusammen, ihr zwei. Genau. Ja. Wir nehmen nächstes Jahr eine CD auf zusammen, auch wieder über den Daikimoto, wo die Idee eigentlich lanciert hat. Und wir sind im Mai, da freue ich mich sehr drauf, dort gehen wir dann 3 Wochen nach Japan. Und ein grosses Projekt ist auch noch die Webseite.
Ah, ja, genau. Das hast du vergessen. Ja, eben, wir sind auch noch am Sponsoren suchen, weil so eine Website kostet ja auch Geld. Und jetzt bin ich da ein bisschen dran, am schauen, wie wir das machen können, dass wir für das Kollektiv, also jetzt für das ganze... Ostschweizer Jazz-Kollektiv, bis Anfangsjahr eine Website könnten haben, wo man dann die Jams hat, Mitglieder, Fotos, einfach so, so eine Plattform. Für alle Jazzmusiker in der Ostschweiz. Genau, sozusagen. Wo jetzt auch Mitglied sind. Dann, genau. Gut, dann hoffen wir natürlich, dass ihr viele Sponsoren findet. Ja, ja, herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid und weiterhin viel Erfolg. Ja. Danke vielmals. Danke vielmals. Ja, danke.